Das sind die ersten Filmbilder von Knut, die in der Abendshow vor 4 Jahren veröffentlicht wurden. Die Reaktionen der Zuschauer waren eindeutig. Sie wollten mehr sehen von dem Eisbären, der von seiner Mutter verstoßen worden ist und dessen Pfleger Thomas Dörflein ihn großzog. So hat der Ziehvater mit seinem Zögling einmal in der Woche in der Abendshow seinen Auftritt gehabt. Und das 1 Jahr lang. Der Bär war schnell so berühmt, dass die Weltpresse auf ihn aufmerksam wurde. Bei seiner ersten öffentlichen Vorstellung war sogar Bundesumweltminister Sigmar Gabriel dabei. Der Zoo musste Zäune aufstellen und Ordner engagieren. Knut wurde zu einem Besuchermagneten, Thomas Dörflein mit seinem Eisbären zur beliebtesten Vorstellung der Stadt. Hinter den Kulissen pflegte der Bärenvater liebevoll seinen Zögling. Er hatte eben noch das Bedürfnis von Nähe, von Wärme, von, naja, so ist eben noch ein kleines Kind. Auch als die täglichen Vorstellungen von Knut beendet waren, kamen seine Fans noch immer zu seinen Geburtstagen. Richtig gut ging es dem Bären, als er Besuch aus Italien bekam. Die gleichaltrige Bärin Gianna zeigte ihm, der nur Menschen kannte, den richtigen Umgang mit Eisbären. Nach einer schwierigen Eingewöhnungszeit waren die beiden ein Herz und eine Seele. Doch Gianna musste zurück nach Italien und Knut musste umziehen auf den großen Bärenfelsen. Gegen die 3 erwachsenen Bärinnen hatte er hier einen schweren Stand. Manche meinten, er würde gemobbt. Doch er ließ sich nicht unterkriegen und brüllte zurück. Zuletzt gab es eine Annäherung zwischen ihm und seiner Mutter. Oft sah man die beiden morgens im Wasser spielen. Knuts Leben schien sich zu normalisieren. Warum der Bär jetzt starb, gibt Rätsel auf.